Öffnen Sie Nero Burning ROM, klicken Sie auf Neu und einen Disk-Typ, zum Beispiel CD. Dann wählen Sie einen Projekttyp, zum Beispiel Audio-CD. Verwenden Sie die vorgegebenen Einstellungen und klicken auf Neu. Ziehen Sie Dateien in Ihr Projekt. Der verfügbare Speicherplatz wird unten angezeigt. Um ein Disk-Image zu brennen, wählen Sie den Image-Recorder oben im Menü aus. Klicken Sie auf Brennen im Menü und nutzen die Voreinstellungen. Nun müssen Sie nur noch den Speicherplatz auf dem PC oder einem externen Laufwerk, zum Beispiel einem USB-Stick, angeben und den Namen Ihrer Disk eingeben. Das Disk-Abbild besteht 1:1 aus der gleichen Dateistruktur einer optischen Disk und kann jederzeit einfach auf eine echte Disk gebrannt werden. Wenn Sie Ihre Audio-CD an mehrere Leute verteilen wollen, gehen Sie einfach zum Speicherort Ihres Disk-Image und wählen mit der rechten Maustaste Image auf Disk brennen. Nero Burning ROM öffnet sich automatisch. In den Brennoptionen geben Sie die Anzahl der Disks an, die Sie brennen wollen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Brenner oben im Menü ausgewählt ist und klicken Sie auf Brennen. Das Audio-CD-Disk-Image wird jetzt auf Disk gebrannt. Nero Burning ROM fordert Sie auf, weitere Disks einzulegen und brennt automatisch weiter, bis die Anzahl Ihrer zu brennenden Disks erreicht ist. Das macht das Brennen mehrerer Disks von einem Disk-Image sehr bequem. Mit Nero Burning ROM können Sie mit jedem Disk-Typ und Disk-Format Disk-Images erzeugen und von Disk-Images brennen. Die hier beschriebenen einfachen Abläufe gelten dabei für alle Disk-Typen.